Im Mittelpunkt ist Christus am Kreuz. Aus diesem Sieg haben wir ja gesungen. Sünde weg. Der Tod ist besiegt. Das heißt, es gibt keine Hölle, keine Verdammnis für dich. Es gibt keine Verdammnis für die in Christus Jesus, die wandern im Geiste des Herrn. Da ist total massenhaft. Der Paulus sagt, ich habe diesen Jesus, habe ich glaube ich letzte Woche schon erzählt, ne? Ich habe diesen Jesus nie kennengelernt. Und trotzdem war ich mit ihm am Kreuz. Aber der war nie an dem sichtbaren Kreuz, wo Jesus hängt. Aber er sagt, er wäre mit Jesus Christus gekreuzigt worden, der Paulus. Nur wenn ich das erzählen kann, kann es ja auch nicht stimmen, äußerlich. Er meint es wohl anders. Nämlich genauso wie Christus die Sünde und den Tod besiegt hat. Und das sind ja nun keine so Leute so, ach, guten Tag, Herr Tod, Sie leben auch gerade zur Zeit Jesu, hallo? Nein, der Tod lebt. Seit wann lebt der Tod eigentlich? Seit dem Sündenfall. Ich weiß, was sagst du? Seit dem Sündenfall. Der Tod lebt, seitdem Adam und Eva aus dem, nicht Paradies übrigens, steht auch nicht in der Bibel, sondern aus dem Garten Eden vertrieben sind. Übrigens, wir gehen auch nicht zurück ins Paradies. Auch wenn Jesus am Kreuz zu seinen Nachbarn sagt, heute wirst du mit mir mal im Paradiese sein, ist das nicht das Ziel der Christen. Das ist eine gängige, flüssige Formel. Sondern wir sollen das ewige Leben empfangen. Wir sollen auch nicht dahin gehen, morgen, übermorgen oder wenn Jesus wiederkommt. Wenn du dann noch auf der Erde bist und dann diese Begegnung mit Jesus hast und vorher kein ewiges Leben hast, dann wirst du es in dem Moment angeboten kriegen und dann gehst du sozusagen ins ewige Leben. Aber eigentlich ist das ewige Leben das Himmelreich und das ist jetzt schon hier. Und es gibt Menschen auf der Erde, die haben es tatsächlich in sich und leben jetzt schon, während sie noch auf der Erde sind, in diesem Himmelreich. Dieses Kreuz ist so fantastisch. Also den Herrn Tod gibt es seit Adam und Evas Sündenfall. Seitdem gibt es den Herrn Tod. Ja. Und den gibt es bis am letzten Tag dieser Erde. Das heißt, diese Person ist eine geistliche Person. Das ist der, den wir alle geschenkt bekommen haben und mit dem wir einen verschlossenen, Geschenk ist natürlich das falsche Wort, mit dem wir alle verdammt worden sind. Alle Menschheit ist verdammt worden mit dem Tod. Da reden wir nicht über den körperlichen Tod, sondern mit dem Tod. Jeder von uns ist tot. Jeder Mensch, der geboren wird, ist sofort tot. Hört sich komisch an, ne? Ich mag gerne so meine Sprache benutzen. Der geistliche Tod ist. Ne? Jeder Mensch von uns ist seit der Geburt sofort tot. Nicht biologisch. Ja. Nicht selig im Sinne von, ich kann nichts fühlen. Aber in dem Sinne, dass du hast keine Türe für den Himmel. Du kommst da nicht durch. Du hast keine Chance, in den Himmel zu kommen. Es ist unmöglich, dass irgendein Mensch in den Himmel kommt. Es ist unmöglich, dass irgendeiner von uns jetzt losgeht. Es ist so wie der Tod. Den wirst du nie begegnen. Der ist Bestandteil deines Lebens. Den wirst du nie loswerden in deiner eigenen Idee, Kraft oder, weil du wusstest ihn ja auch nicht zu verordnen und sagst dann, ach, schmutziges Glas wird gespült, sauber. Auch du selber, du könntest dich nie reinigen. Auch nicht mit 1000 Gebeten an irgend, was du dir vorstellst. Jesus reinigt dich am Kreuz von Golgatha. Hört sich ganz komisch an. Eigentlich, Karl Barth sagte, ich muss aufhören, ich weiß. Karl Barth sagte mal, der ist schon lange tot und sehr alt geworden. Und dann hat er so moderne Menschen getroffen, so moderne Christen. Und dann kam ein Christ auf ihn zu und sagte, Herr Barth. Seit wann sind Sie Christ? Seit wann sind Sie aus Gott geboren? Seit wann sind Sie geistlich lebendig? Seit wann sind Sie Christ? Und Karl Barth sagte, wann sind Sie Christ geworden? Vor 2000 Jahren. Am Kreuz Christi bin ich Christ geworden. Da findet dein Lebensanfang statt. Und wenn wir nicht mit Christus am Kreuz waren, sind wir auch nicht auferstanden. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe nicht mehr ich, sondern was ich jetzt hier mit Körper auf der Erde noch lebe, lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der für mich gekreuzigt wurde.
noch mit ihm, auch ich. Dann sagt er an einer anderen Stelle, ich bin mit Christus auferstanden. Hallo? Moment, nach unserem gängigen Christentum, Auferstehung kommt erst noch. Nein, nein, sagt Paulus. Es gibt eine Auferstehung aus den Toten, nämlich eine geistliche Auferstehung. Und die muss jetzt stattfinden. Die andere Auferstehung, ja, das ist was anderes. Wir verwechseln das so oft. Wir verbuchen sehr oft das ewige Leben in eine Zeit nach dem biologischen Leben. Jesus sagte, wenn du Hebräisch lesen kannst, Jesus sagte in Johannes 14, Vers 6, ich bin das ewige Leben. Wir haben wieder nur eine deutsche Sprache und da lesen wir nur, ich bin das Leben, sagt Jesus. Guckst du aber im Griechischen nach. Warum sollte Jesus sagen, ich bin das biologische Leben? Das ist ja Quatsch. Das biologische Leben ist das biologische Leben. Das ist Schöpfung. Jesus ist das ewige Leben. Und wer den Sohn hat, der hat das Leben. Der Mittelpunkt ist Christus am Kreuz. Aus diesem